Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework, Freunde. Heute schauen wir uns mal den diesjährigen Feuerwerksprospekt 2018 für den Jahreswechsel zu 2019 vom Lidl Discounter an. Und ich möchte euch mal ein paar Tipps geben für euren Einkauf, wenn ihr mögt. Und ja, ich hoffe, mit diesem Video die eine oder andere Kaufentscheidung von euch ein bisschen zu erleichtern. Ich habe schon mal vorgeblättert zur ersten Seite von dem diesjährigen Angebot und da haben wir wieder ganz vorne mit dabei für 7,77 Euro alten Klassiker, das Fire Fantasy Familiensortiment. Das ist ein kleines Raketenpark, wo ihr halt einen guten durchwachsenen Mix habt. Ja, von kleinen Böllern bis etwas größeren Böllern, aber auch ein paar Knallteufel sind bei für die ganz kleinen, ein paar dicke Brummervögel, Knallfrösche, ein paar Fontänen. Roman Candle, wie gesagt, alles dabei, gerade auch um sich ein bisschen warm zu schießen an Silvester und halt auch mal um die Kleinen ein bisschen auch ranzuführen. Ja, ist das Set wirklich für 7,77 Euro absolute Kaufempfehlung nach wie vor von mir. Kann man wirklich preislich überhaupt nichts verkehrt machen. Genauso auch bei der Alligator, seit 2007 bei Lidl im Sortiment, war auch, glaube ich, die erste Blitzknallzerlegerbatterie bei Lidl und für 3,99 €. Zwischendurch war sie mal ein bisschen schwach auf der Brust und hat auch ein bisschen an Ausbreitung verloren. Jetzt habe ich dieses Jahr auf dem Vorschießen, das Lidl veranstaltet hatte, zu mich auch eingeladen war, die aktuelle Produktion erleben können. Und ja, für 3,99 € könnt ihr die wieder mitnehmen. Genauso auch immer wie das Leuchtspektakel. Ja, der ein oder andere Artikel, der da drin enthalten ist, gerade auch so wie Höllenzauber und so, das ist jetzt nicht mehr so die Creme wie vor 10 Jahren, sag ich mal. Aber für 3,99 €, Leute, selbst die Jugendfeuerwerksortimente sind teurer. Und für 3,99 €, ja, kann man ruhig immer wieder mitnehmen. Ne? Gerade auch um 18 Uhr Geschichten nachher ein bisschen da mit ein bisschen auszufüllen. So, blättern wir mal weiter. Da haben wir hier vorne für 19,99 € das Arena of Rockets. Ist auch mittlerweile ein Klassiker-Sortiment. 20 Raketen sind größtenteils oder sind sogar alles Zerleger-Raketen. Klar, die eine oder andere zündet mal etwas früh, sag ich mal. Aber ihr habt halt Mehrschlageffekte auch drin und so. Und für 20 Euro habt ihr ein dickes Pack an Raketen für die, die Raketen gerne lieben und zu 0 Uhr ein bisschen massig verballern wollen. Ja, ist das definitiv eine Kaufempfehlung. Auch wenn ich jetzt nicht so persönlich, das wissen ja viele, der riesen Vego-Raketen-Fan bin. Wie gesagt, das liegt daran auch nicht an dem Zerleger gar nicht mal oder an die Ausbreitung, sondern eher daran, dass ich damit, ich war immer so ein Pechvogel, alle anderen, bei denen war alles cool und bei mir sind die Dinger öfters mal durchgezündet oder so. Ne? Und ja. Deshalb bin ich da etwas vorsichtiger. Als nächstes für 8,99 € Goldraketen, 6 Stück in einer Packung, zweifach sortiert. Das sieht man auch an der Aufmachung. Die haben Full NEM, also 20 Gramm Befüllung. Und ja, sie sind jetzt nicht mehr so krass wie die allererste Charge, die wirklich für Horror gesorgt hat. Aber ja, trotzdem für 8,99 € könnt ihr die immer wieder mitnehmen. Gerade wenn man was rein Goldiges haben will, obwohl die eine Variante halt drinne mit Crackling im Zentrum dann ist. Ja, Crackling taucht mittlerweile überall auf, da brauchen wir uns alle nicht mehr drüber aufgeilen, da können wir eh nichts machen, erstmal. Ja, aber dennoch, wie gesagt, kann man mitnehmen, war ja vorher teurer. No. Und hier haben wir den nächsten Klassiker, 8-teiliges Raketensortiment Highspeed Bombs für 9,99 €. Ist das immer noch im Discounterbereich eine Empfehlung wert? Solides Raketenpack mit Zerleger-Raketen, die durchaus einen guten Knall halt bieten und teilweise auch eine gute Ausbreitung. Von dem her geht das auch klar. Was nicht so ganz klar geht für mich, ist für 16,90 € das World Champion Sortiment. Klar, ihr habt ein paar schöne Zerleger-Raketen drin, aber der Rest so, also es ist nicht allzu viel drin und von daher ein bisschen zu überteuert, meiner Meinung nach, für das, was halt drin ist. Bei dem Artikel, sage ich gleich, muss man drauf stehen, auf den Effekt. Es ist halt so eine Feuertopfcake. Ich sage ja immer, bei so einem Batterien macht es halt Sinn, die mehrfach zu schießen, wenn man da ein bisschen kreativ ist und den ein oder anderen Fächer sich selbst baut, dreifach oder vierfach oder meinetwegen auch mehrfach. Kann man sich richtig geile Effektwände mit kreieren. Die Feuertöpfe sind echt nicht schlecht, die hier drin sind. Die gehen auch schön, wenn es nicht allzu stürmisch draußen ist, gehen die schön geradlinig hoch. Und für 2,99 € 16 Schuss, das geht klar. Es geht klar. Jewels of the Sky ist ein bisschen überteuert. Ich sag mal so, wenn sie das für 12
bis der 12,99, sage ich jetzt mal, verscherbeln würden. Dann wäre das ein richtig geiles Sortiment für zwischendurch. Es ist halt so ein kleiner Karton, in dem ihr zwei Fontänenbatterien drin habt. Ihr habt ein paar Leuchtkugelaufstiege, also Kometenaufstiege. Dann hier ist auch eine Granat drin, die hat einen Zerleger zum Beispiel. Also das ist eine Zerleger-Cake. Ja, und Feuertopfbatterie ist auch mit drin. Zwei Stück, die übrigens schick sind. Ich finde die echt schön. Gerade auch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Rubin oder so, wenn ich das jetzt noch... Ich will mich jetzt gar nicht festlegen, aber ich glaube, ja, vom Namen her müsste das auch schon hinkommen. Die Rubin, die hier drin ist, das ist, glaube ich, die hier. Die hat so ein richtig geiles flimmerndes Gold, so als Feuertopf und da, aus dem Zentrum raus, auch in die Höhe, fliegt dann halt auch immer so ein farbiger Komet halt, ne? Wie gesagt, so an sich keine schlechte Box, aber etwas zu teuer. Ja, ein bisschen enttäuscht war ich bei der Vorführung beim Lidl dieses Jahr von der Titanium oder von dem Titaniumverbund. Da habt ihr eigentlich zwei Casa Fantasticas drauf und zwei Hellsbells. Die Hellsbells fand ich damals richtig geil. Mittlerweile, ja, die Ausbreitung ist da nicht mehr so dolle und die Zerleger ebenfalls nicht. Und gerade bei der Hellsbells, die letzten Schüsse, die halt Brokatkronen waren, die richtig schön weit ausbreitend waren und schön kräftigen Zerleger hatten, das ist ein bisschen leider verloren gegangen. Und ich hoffe, Weco arbeitet da nochmal oder lässt da nochmal nacharbeiten, ne? Wäre echt schade um den Verbund, weil es ist mittlerweile auch schon ein Klassiker, den gibt es auch schon seit Jahren beim Lidl, der vom Preis her auch definitiv gerechtfertigt war, den ich geil fand und auch immer sonst empfohlen habe. Aber wie gesagt, jetzt, ich muss nach der aktuellen Sache gehen, das, was ich dieses Jahr gesehen habe, leider keine Kaufempfehlung. Wo ich aber eine Kaufempfehlung aussprechen würde, auch wenn es preislich ein bisschen hart ist, also wirklich ein bisschen hart, ne, ist halt dieses Sortiment hier, Pure Magic. Was heißt Sortiment? Das ist ein Verbund, ein Batterieverbund. Die kann ich euch auch erklären. Ihr habt hier vorne an eine Fächercake. Das ist so eine Scheibenwischer-Batterie. Wer nicht weiß, was mit Scheibenwischer gemeint ist, einfach mal auf YouTube eingehen oder auf Google, dann bekommt ihr auch gleich die direkte Erklärung. Ja, auf jeden Fall richtig geile Fächerbatterie, schön gewaltige, auch beim Ausstoß, vom Ausstoß her, habt ihr so schöne Kometenaufstiege mit Silberschweif, ne, in Scheibenwischerform. Dann habt ihr halt zwei Zerlegerbatterien in der Mitte, die jetzt nicht so krass sind, aber halt eben Zerleger haben. Wenn die Bouquets ein bisschen größer wären, dann wäre es schon geil. Und dann habt ihr hinten halt so eine Gold-Final-Cake, aber auch in gefächerter Form, die dann aber auf Schlag ausgegeben wird. 1600 Gramm habt ihr hier circa drin, also 1618, so wie es hier auch steht. Das sind aber immer circa Werte. Aber auf jeden Fall für nur eine Uhr ist das richtig geil, das Teil, muss ich sagen. Ne? Auch, und das auch, das betone ich, auch wenn die beiden Eye-Shapes hier drauf jetzt nicht so ausbreitend sind. Dennoch ist es ein geiler Verbund. So, weniger begeistert bin ich von dem Ghostcatchers-Verbund hier für 50 Euro. Da war das damalige besser, wo man halt eine Earthquake bzw. eine Voodoo-Star drauf hatte und zweimal eine Black Ice. Hätten sie lieber das drin lassen sollen. Ja, steht weit vor dem. Ja, hier habt ihr halt Eye-Shape-Fächerung in der Mitte. Aber sind alles keine besonderen Effekte. Wirkt echt lahm und ein bisschen zu langsam auch geschossen von der Schussfolge her. Ja, also wie gesagt, der alte Verbund damals war besser. Auch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß allerdings nicht, das ist immer so eine Sache, bekommt man jetzt in der einen oder anderen Filiale die aktuelle Produktion oder hat man noch, wird man noch von Weco mit Restbeständen versorgt vom letzten Jahr oder so, das weiß man immer nicht. Aber auf dem diesjährigen Vorschießen von Lidl fehlte hier der Smarty-Effekt. Der fehlte da leider, weil es ist eigentlich auch ein Klassiker-T-Laser, wurde auch immer gerne gekauft und für 2,99 auch immer wieder mitnahmefähig. Würde ich auch sonst immer eine Kaufempfehlung für aussprechen. Aber da ich dieses Jahr gesehen habe, dass da kein Smarty-Effekt vorhanden war, was sehr traurig ist. Und ich hoffe, das war vielleicht auch bloß ein Einzelfall. Ich gehe davon aus, dass ein oder andere von euch da draußen die trotzdem nochmal mitnehmen wird. Und da wäre ich euch dann dankbar, wenn ihr mir eine Information dann im Neujahr zukommen lasst, ob bei euch wirklich der Smarty-Effekt auch gefehlt hat. So, Oceans of Lights, auch ein Klassiker. Wirkt immer gewaltig, wenn man das Teil sieht im Laden für 5,99 €, klar. Ihr habt auch immer so, weil diese Abbrandzeiten der einzelnen Röhrchen, die hier drin sind, ne, der einzelnen Fontänen, die sind immer so unterschiedlich und teilweise denkt man auch,
oh, das Ding, das war schon, jetzt ist das Ding aus und dann zack, auf einmal brennt schon wieder eine Fontäne. Also die Erfahrung habe ich mit dem Teil gemacht und ja, ein klein bisschen billiger, sagen wir mal so, auch so in der Preiskategorie wie die Laser, dann würde ich das Ding schon empfehlen. So, auf der nächsten Seite, die Black Ice Klassiker, ein bisschen teurer geworden die letzten Jahre, war ja damals als Bazooka im Original und definitiv immer noch eine Kaufempfehlung von mir, weil, wie gesagt, ist eine XXL-Cake, vom Preis her absolut unschlagbar, 47 Schuss, ihr habt Fächerung drin und wirklich einen sehr guten Cocktail an Effekten. Ich finde das Ding immer noch solid und vom Preis her absolut unschlagbar, das ist Discounter-Kino auf jeden Fall. Auch eine Kaufempfehlung spreche ich ganz klar für die Shock Attack aus. Nach wie vor, ich war schon immer ein Fan von der. Damals hat man sie im Discounter-Bereich weiträumig eigentlich nicht bekommen, sondern eher nur immer im Netto mit Scotty. Jetzt auch seit letztes Jahr, glaube ich schon oder so, auch im Lidl. 35 Schuss, schöne Ausbreitung, schön knüppelnde Zerleger. Wie gesagt, empfehle ich euch uneingeschränkt. Weniger eine Kaufoption wäre für mich hier die Hellboy. Mickrige Zerleger, total dünne Bouquets, keine große Ausbreitung, Müll, Leute. Absolute Kaufempfehlung und riesen Fan. Und gerade auch nach dem diesjährigen Vorschießen vom Lidl, weil ich sie da auch nochmal gesehen habe, anscheinend auch die aktuelle Produktion. Alter Schwede, was war denn da los, habe ich mir gedacht. Wie gesagt, ist ein mehrstöckiger Effekt, also in drei Etagen, wenn man es so nimmt. Also ihr habt unten halt einen Ausstoß von einem Crackling-Feuertopf, der halt in zwei Etagen so detoniert. Und dann halt oben die ganz normalen Bouquets, die aber schöne Zerleger hatten. Wirklich schöne Zerleger. Da war ich echt überrascht und habe ich mich dafür auch entschlossen, das Teil dieses Jahr wieder mitzunehmen. Für 22,99 Highlander geht vom Effekt her. Ne? Jetzt auch nichts Besonderes und ein bisschen für den Preis hier, nö, einfach nö. sehr gut, Unforgettable für 24,99. Klar, ist jetzt auch nicht billig, aber ihr habt 56 Schuss bei einem Kaliber von 20 mm und fast 500 Gramm Effektmasse. Ne? Für einen Discounter eine gute Cocktailbatterie, die hat sehr gute Effekte und gerade auch die Zerleger zum Schluss. Kann man. Jetzt haben wir hier oben nochmal zwei Verbünde. Stardust, ja, auch mittlerweile Klassiker schon. Preislich nicht so das Niveau, das es haben sollte, weil die Batterien, die drauf verbaut sind, sind halt im Einzelkauf auch günstiger. Für mich vom Preis her keine Option. Genauso wie für 17,90 das Spotlight. Ist jetzt auch nicht so. Habt ihr auch eine normale Five-Batterie im Zentrum halt und ja, außen zwei Zerlegerbatterie, aber dafür 18 Euro? Nö. Das sind eigentlich so Batterien, gerade auch die in der Mitte, die man eigentlich liegen lässt. Ne? Happy Sky ist für 6,99 1 Euro billiger und ich habe gesagt, yo, nehmt euch das Ding mit, aber mehrfach, weil ich habe das mal auch ein Jahr gemacht für 0 Uhr als Start, also vorne an ganz klassisch Vulkane und dann gestartet, also die Feuerwerksbretter mit Happy Sky, mehrfach geschossen, ich glaube damals vierfach und wenn ihr die auf Schlag hochgehen lasst, sieht ja schick aus, gibt anfangs eine ruhige Zähne und dann habt ihr halt immer wieder so Zerlegerzähne drin. Ja, ich würde das Ding trotzdem empfehlen. Ich finde sie wirklich nicht schlecht. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung und ja, die gebe ich halt zum Besten. Müsst ihr selber mal schauen. Aber wie gesagt, Standalone wirkt sie langweilig. Mehrfach geschossen? Ist das toll. Ist es schon ein tolles Gerät. Vom Preis her. Galaxy, das ist ja eigentlich die Take-Off. No. Hat mich wirklich noch nie so wirklich überzeugt, so richtig zu 100%. Für 12,90 klar, ein ganzes Teil billiger als im Online-Vertrieb. Und vom Zerleger her auch okay, aber der Effekt ist mir einfach zu dünn. Da habt ihr manchmal drei, manchmal auch bloß zwei Silberausläufer, die auch relativ kurz sind von der Länge her. Ich weiß nicht. Das Ding hatte letztes Jahr für so viel Furore gesorgt, habe ich gar nicht nachvollziehen können. Wie gesagt, ist nicht so mein Geschmack. Deshalb empfehle ich die jetzt nicht. Ja, Klassiker Powerbox, 100 Schuss Batterie,
Auch schon, oh, Urgestein im Lidl-Angebot. Für 4,99, was soll ich dazu sagen? Es ist halt eine klassische 100-Schuss-Batterie, habt ihr halt Kometenaufstiege und Crackling-Salven. Auch wieder so ein Artikel, wo ich sagen würde, 5, 6, 7, 8-fach als Fächer auf Schlag gezündet. Geil. Könnt ihr was richtig Geiles mit kreieren, ne? Aber einzeln total lahm, ne? Total unspektakulär. So, Discovery. Ja, Feuertopf-Kombinationsbatterie, so wie es auch schon da steht, mit 16 Schuss, 290. Halt auch wieder so eine klassische Low-Budget-Cake. Ja, muss man nicht unbedingt. Ja, was man auch nicht unbedingt muss, ist auf der nächsten Seite hier die Casino Royale. Ja, das Teil, also fast jeder kennt das Teil, aber auch nur aufgrund des schlechten Rufes, was das Teil hat. An sich sind die Zerleger ja cool und der ein oder andere Effekt. Nur 120 Sekunden Brenndauer hat das Teil, das ist einfach zu lahmarschig. Da muss Weco reagieren, reagiert auf die Bewertung der Leute und verändert die Abbrandgeschwindigkeit oder lasst das in Salven ballern oder so. Dann macht das Ding wirklich was her, ohne Scheiß. Von den Effekten her ist überhaupt nicht übel, das Ding. Aber zu lahmarschig, da stift man da echt bei ein und deshalb auch keine Kaufempfehlung von mir. So, dann geht es hier oben weiter mit dem Sortiment Bombette 29,99. Habe ich dieses Jahr gerade ein schönes Video hochgeladen, wo wir das ganze Teil mal getestet haben. Cool auch, dass die Aquila drin ist und die Kalimbo, das sind Zerlegerbatterien. Dann habt ihr halt ein paar Five-Aufstiege, Zauberwürfel ist drin, ein paar Böller habt ihr bei, Titanwirbel, Roman Candles, na klar, muss ja sein. Und dann, wie gesagt, ein paar Fontaine-Batterien. Ich finde das Sortiment gut für zwischendurch, um sich ein bisschen zu beschäftigen in einer ruhigen Phase. Ne? Oder auch mal vor unterm Jahr, es ist ein geiles Sortiment. Also ich finde es auch preislich völlig in Ordnung. Auch wenn der ein oder andere das anders sieht. Das liegt aber daran, weil wir alle schon ein bisschen verwöhnt sind. Aber dennoch ist es ein cooles Sortiment und gerade für zwischendurch eher geeignet. Von mir eine Kaufempfehlung, Leute. So, dann hier Painted Sky. Damals große Erwartungen dran gehabt, aufgrund des damaligen ersten Produktvideos. Larger, gar nicht so schlecht. Für 15,90 bekommt ihr da aber bessere Batterien, denn lieber eine Black Ice mehr mitnehmen als die hier. Ist nicht so dolle. Ne? Soll halt Multicolor sein. Kommt auch teilweise so rüber, aber halt immer dieses Rot-Grün in Masse. Ne? Das riecht einen auf. Ja, Klassiker Uranus 6,99. Könnt ihr immer noch mitnehmen. Ist halt eine 83 Schuss Batterie. Habt ihr auch Leuchtkugel, aber grün. Dann halt Pfeiffer drin, dann kommen die Grünzerleger-Effekte. Da ist halt viel Grün drin verbaut, aber ist halt Uranus. Ne? Finde ich aber eine der tollsten Klassiker, die wir im Discounter-Bereich im Angebot haben. Auch Kaufempfehlung von mir. Yin und Yang. Zwei Artikel, bei denen ich ein bisschen irritiert war. Eigentlich sollen sie ja unterschiedlich vom Effekt her sein. Aber auf dem Vorschießen vom Lidl wurden beide gleich gezündet und beide haben den absolut gleichen Effekt gehabt. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass der Artikel schlecht ist. Ich empfehle ihn, weil ich finde das geil. Der hat zwei Sequenzen, also jede Fontäne hat zwei Sequenzen, wo dann immer so ein Überraschungseffekt kommt. Das ist dann so eine riesen Crackling-Salve, die nach oben gehauen wird in den Himmel. Ne? Und ist auch schön laut und auch das Cracking ist auch ganz knackig. Je 3,99, ich kann die euch empfehlen, testet die mal. Ja, hier bleibt einem ja fast gar nichts anderes übrig, als eine Kaufempfehlung auszusprechen. Das sind halt Schweizer Vulkane, die für Weco hergestellt wurden von der Firma Bugano. Und ja, da habt ihr halt, was in F2 möglich ist, aus Reizung an Schwarzpulver, das sind ein, es sind keine Zellulose basierenden Vulkane, es ist richtig noch mit Schwarzpulverkunst und ja, da habt ihr einmal die Gold-Silverstar-Vulkan, den Colorstar, Einhorn-Pups und Blinkstars-Vulkan. Ich empfehle alle vier, ich finde alle vier schick, aber meine Favoriten sind ganz klar Colorstars und Einhornpups. Einhornpups ist übrigens Neuheit von diesem Jahr, für die Damenwelt kreiert worden, wurde mir so gesagt von Weco, was aber jetzt nicht heißen soll, dass die Männer das Ding nicht zünden dürfen. Ja? Also, es muss ja dann mal ein bisschen anders wieder etabliert werden. Ne? Auf jeden Fall ein schicker Vulkan, schöne pinke Sterne, kann ich empfehlen.
So, eine Seite weiter. Da haben wir hier ein paar Jugendsortimente und ein bisschen Tischbomben und so und Wunderkerzen. Brauche ich jetzt nichts groß zu sagen. Auf der nächsten Seite Lord of Whistle. War ich auch überrascht beim Vorschießen, weil sonst waren immer diese langen Bars immer so zeitaufwendig. Da habe ich mir immer bei Drücken gekriegt. Aber die war echt ja schön fix durchgezündet, ihre 300 Schuss. Wo dann halt die Pfeife auch in Crackling übergehen. Wenn man die jetzt dreimal oder viermal nebeneinander backt so und die dann auch schlagzeilen lässt, alter Schwede, dann geht's aber auf Ohren. Das sage ich euch, Leute. Ja, was ebenfalls immer noch erfreulich ist, dass es die Teile gibt. Flashbang 2,99. Kleine Bombenrohre und eine bessere, also ist halt mit Titanblitzknall oder Blitzknall, einfach sag ich mal so. Und Titan ist bei mir ein bisschen mehr Futter. Auf jeden Fall eine bessere Alternative zu dem Einheitsbrei am Böllern, was wir auf dem Markt derzeit, also auf dem öffentlichen Markt haben, im Discounterbereich gerade. Und damit deckt euch so viel wie möglich ein. Ne? Flashbang, die sind für zwischendurch auch mal ganz lustig, passen auch mal so in die Tasche. Rucksack könnt ihr damit auch gut ausfüllen. Für 2,99 absolute Kaufempfehlung natürlich. Ne? Was ich auch mal für zwischendurch ganz cool finde, das Knallsortiment Feuerfeger. Habt ihr halt einen größeren Mix an Knall- und Leuchteffekten. Ja, klar, auch wieder Chico mit drin und ein paar Vögel. Ein paar Böller sind halt drin. Die Pyro-Petarden bzw. die Reibkopfknall taugen jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, für zwischendurch ist das ein gutes, solides Sortiment. Gut, die Meteoriten könnt ihr halt euren kleinen Geschwistern oder wenn ihr schon habt, Kindern mal gönnen. Und ja, für zwischendurch. Es könnte ruhig ein bisschen billiger sein, da gehe ich mit. So waren wir mal bei 5 Euro. Da hätte ich gesagt, okay, jetzt habt ihr richtig was rausgehauen, Lidl. Ja, also überlegt nochmal. und der nächste Artikel, Kracher Inferno. Er ist günstig. Er ist günstig, 2,99. Der eine oder andere sagt, ja, kann man doch immer mal mitnehmen bei dem Preis. Ja, ich sage nö, weil mir die Böller einfach überhaupt nicht gefallen. Und gerade diese ganzen kleinen Mini-Knaller, oh, da kriege ich ja Kreislauf, ey. Sollen sie ein bisschen aufwerten, das Sortiment, und die Mini-Knaller dafür rausnehmen und dann ein paar D-Böller mehr rein oder so. Da haben denn die Kiddies, die jetzt nicht so die Möglichkeit haben, an Herder oder besseren Stuff zu kommen, dann besser, sind sie besser mit bedient. Ne? Also, wie gesagt, ich empfehle das an dieser Stelle nicht. Genauso wenig, wie ich die Kubis empfehlen kann. Die letzten 2 Jahre waren die wirklich enttäuschend, muss ich euch sagen. Sehe auch nicht nur ich so, haben wirklich so viele die Erfahrung gemacht und teilweise sind die auch so weich. Das ist echt schade, weil die waren jahrelang so gut gewesen und ich empfehle sie jetzt mal nicht, weil ich habe jetzt die aktuelle Produktion nicht erleben können. Ich muss mir das erst anschauen und dann im nächsten Jahr dann neu bewerten. Ne? So sieht's aus. Ja, gut. Eine Seite weiter. Alter Schwede, Lidl hat aber auch Angebot. Haben wir hier einmal die Artikel Sky Artist und Ultimate. Für 8,99 die Ultimate und ne, für 5,99 die Sky Artist. Empfehle ich euch nicht. Gefällt mir vom Effekt her nicht, von der Zusammenstellung her nicht und vom Zerleger her erst recht nicht. Es sind keine Batterien, die mich wirklich überzeugen. Black Widow ist ein Artikel, der total, wie soll ich das sagen? Der hat eigentlich Potenzial zu was Großem, aber es ist nicht zu Ende gedacht, der Artikel. Ihr habt hier, das ist eine reine Brokat-Cake. Ihr habt hier 36 Schuss und das Ganze wird immer in Salven ausgeballert. Ne? Geht auch relativ fix, das Teil. Nur die Bouquets müssten gewaltiger sein bei der NEM. Ne? Also hat auch fast Ausreizung, nicht glaube ich bei 460 oder so. Da muss mehr kommen oben am Himmel. Gerade weil das Salven sind, da muss eine Ausbreitung sein, da die Heide wackelt. Das ist so. Das machen die anderen Hersteller, zeigen es, dass es geht. Auch in F2. Leider echt schade. Wie gesagt, klar, wenn die jetzt wirklich ein bisschen brachialer wäre, ich bin immer irritiert wegen diesen NEM-Angaben, weil ich kenne das selbst von Herstellern, die jetzt nicht so pralle sind, so sonst von der Qualität her, die, wenn die ihre Salvenkicks haben, da haben die mehr. Und gerade bei der NEM, da kommt mehr am Himmel.
Deshalb nur eingeschränkt empfohlen. Wie gesagt, vom Preis her geht das in Ordnung. Wenn sie jetzt ein bisschen an Leistung zunehmen würde, bessere Ausbildung bekommt, einen härteren Zerleger, wäre sie vom Preis her schon zu billig. Ja, deshalb muss ich sagen, ja, für 14,90 kann man sie mitnehmen. Aber, wie gesagt, die muss dringend nachgebessert werden vom WEGO. Ne? Da ist Potenzial nach oben und die Effektbombetten, da müsst ihr in China schauen, dass die im Werk dort vernünftig die Bombetten auffüllen, weil von der NEM her kann ich mir das gar nicht vorstellen. Cyborg. Artikel mit 25er Kaliber, 11,99, 121 Schuss, geht keine besonderen Effekte. Dann lieber eine Beastmaster mehr mitnehmen. Meine persönliche Meinung dazu. Eine Neuheit. Also das waren jetzt hier, so wie die Cyborg, Ultimate und Skyhunter. Das sind alles Neuheiten von diesem Jahr. Aber halt. Jauche. Queen of the Night ist quasi die Casino Royale mit etwas verbesserter Effektur. Oder Rezeptur. Und ja. Genauso langweilig eigentlich wie die Casino Royale. Hat zwar ein paar schönere Goldeffekte drin. Und ebenfalls 36 Schuss. Aber wie gesagt, da müssen die bei WEGO endlich mal den Finger ziehen und das Teil überarbeiten. Dann kann daraus echt ein guter Verkaufsschlager werden. Ja, Power Up ist die Superflare Neuheit auch, genauso wie die Queen of the Night auch. Die Power-Up ist die Superflare im Original. Online weit, also im Fachhandel weitaus teurer. Und teilweise wird die für 39 Euro verscherbelt. Oh, das ist schon hart, doch. Ja, für 22,99 eine Kaufempfehlung von mir. Ich finde die Kick geil. Wenn die Bombetten wirklich in Zuschauerrichtung explodieren, habt ihr so eine schönen kreisrunden Bälle. Mit außenrum mehrfachen Silber- oder Goldausläufern und in der Mitte dann schön kräftiges, knackiges Crackling. Auf jeden Fall für die, die jetzt, also denen das jetzt nicht stört mit dem Crackling im Zentrum, richtig geile Cake. Auch die Zerleger. Ja. Hier unten geht's weiter. Kopfhörer für die, die jetzt nicht ganz laut mögen. Da sage ich mir auch immer, die können sich auch einfach die Ohren zuhalten. Ne? Star Rockets. Artikel mit also sechsteiliger Artikel, sind kleine Mini-Raketen für 2,99. Ist so ein Artikel, wo ich auch auf dem Vorschießen von Lidl geschimpft habe, wieso man denn sowas mit ins Sortiment aufnimmt. Das ist Jauche. Leute, das ist Jauche. So, und was aber nicht Jauche ist und was ich empfehlen kann, gerade wie gesagt, weil das auch gar nicht so verbreitet ist mit den Single Shots bzw. kleinen Bombenrohren im Discounter-Bereich. Der Artikel Double Flash, da habt ihr halt, also es wird halt so beworben, dass der Ausstoß ebenfalls als Knall gewertet wird und dann halt oben nochmal ein Zerleger. Für 3,99, wie gesagt, empfehle ich euch das Teil trotzdem. Es sind halt 10 Bombenrohr drin, die sind auch größer als die normalen Flashbangs, die ihr ebenfalls mit Lidl bekommt. Aber halt, weil sie halt auch ein bisschen größer sind und ihr halt auch einen Bouquet-Effekt halt oben halt habt. Das sind dreifach sortiert, einmal weiß, gelb und blau. Aber aufgrund der Bouquets und so und des größeren Kalibers und den kräftigeren Knall auch ein Euro mehr, was aber definitiv gerechtfertigt ist, Leute. So, jetzt kommen wir zur letzten Seite. Da haben wir auch nochmal zwei Neuheiten, bei der ich eine von empfehlen kann. Das ist der, oder sind die Artikel Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Für 19,99 jeweils bekommt ihr da 25 Schuss Pyromold-Batzen. Die Dr. Jekyll. Zu dünne Bouquets, Zerleger nicht ganz so kräftig und Ausbreitung auch nicht. Muss überarbeitet werden, kann was draus werden. Mr. Hyde in der Endphase mit diesen Crackling-Lanzen in Silber und auch den schönen Strobe-Effekt im Zentrum oder begleitet mit Strobe-Effekt. Sehr schöner Effekt. Gute Zerleger. Aber in der Anfangssequenz könnte man auch ein bisschen noch was verbessern. Aber, wie gesagt, vom Preis her würde ich die hier empfehlen. Ihr habt hier ca. 485 Gramm NEM. Und wie gesagt, gute Zerleger, schöne Ausbreitung, edler Effekt. Deshalb von mir bei der Mr. Hyde eine Empfehlung. Keine Empfehlung bekommt ihr von mir für den Verbund, der ebenfalls neu ist, Illusion. Für 24,99
ist halt einfach nicht meine Effektur, die da verwendet wurde. Auch die Effekte an sich, also die Zerlege auch nicht so groß und Ausbreitung auch nicht so tolle. Nö, für 24,99 da bekommt ihr Besseres. Da nehmt euch lieber das ein oder andere Geile aus dem Lidl nochmal mehr mit. Wildstorm ist auch eine Neuheit für 8,99. Gefällt mir halt auch nicht vom Zerleger her. Zerleger zu schmal, also zu flach. Und Effekte auch nicht so ausbreitend, das geht besser. Ich glaube, die hat auch bloß ein 18er Kaliber oder so. Oh ne, ich glaube sogar ein 13er Kaliber. Das ist eine ganz kleine Cake, ist das. Und hat zwar 64 Schuss, Schussfolge ist gut, aber halt das andere passt halt nicht. Ne? Also trifft halt nicht meinen Geschmack. Deshalb auch keine Kaufempfehlung. Ja, das war die diesjährige Prospektvorstellung vom Lidl-Discounter, von mir, dem Planet, und als kleinen Obolus, ich habe mir mal die Mühe gemacht, Leute, und auf mein Tablet sowas wie so eine kleine Einkaufsliste für den Lidl-Discounter erstellt. Kann ich gerne auch zum Download bereitstellen oder halt über Insta als Fotoshoot dann halt posten, wenn ihr das mögt, wenn Bedarf besteht. Und da habe ich einmal dann hier aufgelistet die ganzen Artikel, ne, die ihr dann in einem Rahmen, Budgetrahmen von 50 Euro, dann im Lidl direkt erwerben könnt. Ja, das ist dann zweimal Flashbang, Double Bang, einmal feuerfähiger Sortiment, einmal Beastmaster, Ying und Yang, Ying oder Yang, zweimal Alligator, einmal Goldraketen. Ja, wie gesagt, davon gibt es dann aber auch eine Variante mit 100 Euro. Die seht ihr dann hier mit einem Budget von 100 Euro. Da wird die Liste schon länger. Und da geht es dann halt auch ein bisschen auf das anspruchsvollere Feuerwerk. Und es gibt auch eine Variante mit einer... Jetzt will sie öffnen. Mit einem Budgetrahmen von 200 Euro. Da wird die Liste echt länger. Und halt auch anspruchsvollere Artikel. Ne? Also wie gesagt, wenn da Bedarf besteht, postet mir das und ich werde dann schauen, dass ich die Listen so schnell wie möglich veröffentlicht bekomme. Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es ist euch eine Hilfe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Prospektevorstellungsvideo wieder und das wird dann, denke ich mal, all wieder nochmal sein. Muss ich mal schauen.